Mariensäule. Mitten auf dem Marienplatz steht die Mariensäule. In den Jahren 1618 bis 1648 tobte in ganz Deutschland der 30-jährige Krieg. Das schwedische Kriegsheer rückte immer weiter nach Süden und verwüstete Land, die Dörfer und die Städte. Gustav Adolf war der frühere schwedische König. Ich werde ganz Deutschland erobern. Man hatte Angst, dass auch München niedergebrannt wird. Kurfürst Maximilian I. bat den schwedischen König Gustav Adolf, er möge doch München verschonen. Oh bitte lieber Gustav Adolf, bitte verschone doch München. Der König verlangte dafür aber 300.000 Goldtaler. Gib mir 300.000 Goldtaler und ich verschone München. Wenn du keine Goldtaler hast, nehme ich 42 Geiseln, rief der schwedische König. Oh, wie soll ich das bloß alles bezahlen? Wimmerte Maximilian. Das war damals so wahnsinnig viel Geld, dass der Kurfürst und die ganze Stadt diesen Betrag nicht aufbringen konnte. Also nahm der Schwedenkönig 42 Münchner Bürger als Geisel, bis der letzte Taler bezahlt war. Zwei ganze Jahre schmachteten die Geisel im Gefängnis in Augsburg. München wurde jedoch nicht zerstört. Oh, vielen Dank! Aus Dankbarkeit dafür hat Maximilian die Mariensäule errichten lassen und die Mutter Gottes zur Beschützerin der Stadt und des Landes Bayern erhoben. Seither suchen die Menschen bei ihr Schutz und Trost, wenn Gefahren drohen wie Krieg, Krankheit und andere Katastrophen. Davon erzählen sich auch die kämpfenden Engel, die am Sockel der Säule stehen. Sie kämpfen gegen die Pest, gegen den Krieg, gegen den Hunger und gegen den Unglauben. Auch in unserer modernen Zeit bitten die Menschen um Frieden. Immer wieder finden Friedens- und Dankbarkeitsgebete an der Mariensäule statt.